www.chat.de. Guten Abend hier beim Schlagerstadion 2014. Ja, hier in Friedrichshafen, es ist ziemlich laut, ich weiß nicht, ob man es hört. Die Bude ist knallevoll und wir haben richtig Spaß heute. Wir freuen uns und ja, schauen wir mal, was der Abend so bringt. Viel Spaß euch! Jedes Jahr, ne? Nee, scheiß drauf, ja. Das gab's ja letztes Jahr noch gar nicht wieder, aber scheiß drauf. Schlagerstadel ist nur einmal im Jahr. Okay. Nein, oder? Ja, also fangen wir mal an, oder? Die Texte frisch, ganz frisch. Ja. Herzlich willkommen, Peter Wackel. Ach, ihr habt gerade schon fertig? Nee, das geht erst los jetzt. Ja. Wie geht's dir, Peter? Ja, was soll ich denn anders sagen? Mit so einem Hit im Gepäck, 2013 war natürlich ein Bombenjahr für mich und 2014 startet das genauso gleich wieder durch. Ich kann mir eigentlich nichts Schöneres wünschen, außer dass ich in 5 Jahren vielleicht wieder so den Hit habe. Alles klar, das läuft richtig gut. Ich habe mich ein bisschen informiert. Ja. Du hast dir was aufgeschrieben? Ja, klar. Dieses Jahr habe ich mich ein bisschen vorbereitet, aber das dürfen die ja eigentlich nicht sehen. Das ist ja auch mal geil. Doch, Peter Wackel auf Mallorca verhaftet, das stimmt ja, das habe ich recherchiert, sagen wir mal so. Aber das musst du doch was war da dran? Ja, es war. Ich bin ein Verbrecher. Ich habe im Bierkönig Alkohol getrunken, meine lieben Freunde. Und das darf man, glaube ich, nicht so. Nein, das war natürlich fake. Im Nachhinein hat sich das wunderbar aufgeklärt. Ein böser Kameramann, ein Produzent, so wie auch hinter dieser Kamera steht, haben ja einen schönen Streich gespielt und haben Lokalpolizisten dazu angeheuert. Die haben danach noch riesen Stress bekommen mit ihrem Direktor, mit dem Polizeidirektor. Aber hat sich jetzt auch wieder alles in Luft aufgelöst. Also für mich war es natürlich eine riesen Überraschung. Aber Puls 300. Ja, was sagst du da? Wollt ihr da irgendwas von dir? Ich sag, was wollt ihr denn? Bist du eh schon angespannt mit so einem Videodreh und denk mir, oh nee, jetzt auch noch Stress. Also war ganz cool. Richtig cool. Auch im Internet nachgelesen. Also es war die Hangover-Idee hat ja so ein bisschen funktioniert, wo ich mir dachte, oh Gott. Okay. Was versprichst du dir von heute Abend oder für heute Abend? Ich wünsche mir 200 nackte Tänzerinnen auf der Bühne, so wie letztes Jahr. Da sind ja schon ganz viele crazy Wackelgirls auf der Bühne. Ich will das gleiche Publikum wie letztes Jahr. Aber ich denke mal, da sind ja noch mehr da wie letztes Mal. Das ist ja völlig verrückt. Wir haben eine größere Halle, ja. Messehalle A+1 oder wie das auch heißt. Und es ist einfach jetzt schon Stimmung hier. Ich war gerade schon im VIP-Bereich, habe mal so ein bisschen Autogramme vorher geschrieben. Die sind super gut drauf, die Leute. Alles klar, dann viel Spaß dir heute Abend und lass es krachen. Also ich wünsche euch erstmal ganz viel Spaß bei dem TV-Zusammenschnipselbericht, alles was da so geben wird. Und I do my best und wünsche euch eine wunderschöne Sommersaison 2014, euer Peter Wackel. Dankeschön. Ist kein Mensch mehr. An diesen Tagen ist gar nichts normal. Die Dauerparty wird zur Höllenqual. Seid ihr obergeil. Ole, ole. Kennt ihr es? Aber wie hat sie es damals geschafft? Wie hat das bloß geklappt, ihm so schön zu saufen? Aber Nalle ist nur einmal im Jahr mit der geilsten Beatbox der Welt. Ole, ole. Und ganz viel Spaß wünsche ich euch mit Antonio Jürgen Dries, mit allen vollen Künstlern. Und wir sehen uns gleich hier vorne, links zur Autogrammstunde, natürlich auch im VIP-Bereich. Dankeschön, euer Peter Wackel! Und jetzt gibt es einen richtigen Applaus für den Wackel Peter! Das war's vom Schlagerstadel XXL 2014. Ich hoffe, es hat euch riesen Spaß gemacht. Wir hatten Spaß und wir wünschen euch eine gute Heimreise und bis zum nächsten Mal. Euer Daniel mit C-Chat-Team. Ciao, macht's gut!